Wer seid, wer da ist, ist da. Und wer nicht da ist, ist halt sonst irgendwo. Oder kommt später, braucht noch etwas Geduld. Oder kommt näher, dann ist er selber schuld. Kennt er noch sein, es hat sich wer verirrt. Dann bleibt nur zum Hoffen, es ist nichts passiert. Jedenfalls freut's mir, dass ein paar kommen sind. Sonst war ich allein und sie hätte es kann. Weil das, was ich kann, ist einfach nichts wert, wenn's niemanden erreicht und wenn's niemand hört. Also sag ich willkommen, tun wir uns zusammen, dann werden wir wohl im Wunsch darum haben. Also gehen wir's mal auf. Ich denk, es ist Zeit und die Zeit hat zwar vier, so die vier sind bereit. Zum Rennen und gehen die dir nimmer zu, rennen und gehen die Ruhe. Bleib nicht stehen, die rosten die aus, da guckst du nimmer noch an, es ist ein Graus. Sei denn mir zeig, als so ist es eh. Ich hab's nicht leicht und das ist kein Schnee. Eigentlich kann ich nur dir nur loben und ich soll's jetzt bitte dazu nichts sagen. Definitiv bin ich ein ganz armer Hund, zum Jammern hab ich auch jeden Jahr. Außerdem grenzt es an ein Wunder, dass ich heute überhaupt da bin, dass ich heute noch sing nach dem ganzen Wahnsinn. Ihr wisst sicher alle, es gibt solche Leute, die einfach nichts kennen und die niemanden mag. Wie es bei mir in der Vorheit schon zugegangen ist, hab ich normal keinen Schritt vor dir, das ist gewiss. Eh nicht zu oft und wann kommt so ein Tag, der überhaupt gar nichts kann. Der fragt meistens auch schon in aller Früh, du öffnest die Augen, machst gleich wieder zu. Willst du weiter schlafen, es ist Viertloch, da schleicht sich daher so ein böser Verdacht. Krallt unter die Decken und macht sie dir breit, akzeptiert kein Protest, gern, wurscht, ob's dich freut. Den Ort von Zweisamkeit macht dann nur zwinger, man denkt sich jetzt, hallo, wer ist da der Peter? Man fordert sein Recht, man weist ihm die Tür, aber er schert sich nur am nächsten, er bleibt weit bei dir. Also steh ich mal auf und sehr mühsam schlepp ich mich in Richtung Kuchelfleck über den Teppich. Ich ärger mich nicht, aber noch einmal auf den, zweimal ist besser, heute hab ich einen Lauf. Wo ist denn jetzt bitte die Kaffeemaschine? Ist denn mein Hirn jetzt schon vollständig hin? Es war dann jemand da und sie ist selber verrannt. Oder wollte es die Ex? Wer hat sowas drannt? Am zweiten Blick steht's, wo sonst immer steht. Ich denk mir jetzt gar nichts, weil das ist mir zu blöd. Das Wasser zum Rand, am Peking zum Herd, leg ich das nächste Mal drunter auf der Erd. Jetzt denk ich mir, oh, das ist doch ein Zeichen. Wie das heute alles anfängt, willst nichts zu unterreichen. Steh jetzt auf von der bleibigen Grund, entscheid mich fürs Erste, das Leben ist ein Buch. Kaffee über Teppich, das Wasser im Gesicht, ein voller Erfolg, wie man so spricht. Naja, dafür bin ich jetzt annähernd wach. Nur Bolenz und am Morgen sind nicht grad mein Sachen. Ich schau auf die Uhr, es ist halber Acht, da ist er schon wieder, der böse Verdacht. Kreist um Hand und drängt in meinen Hirn, dabei wär's überhaupt nicht notwendig, es noch mehr zu probieren. Mach mir Kaffee, der nächste Versuch. Konsequent handeln, band jeden Fluch. Alles verliert ihn, nur mit der Ruhe so löst man Probleme, ich weiß, was ich tue. Inzwischen ist später so circa 30 Wochen, nur ist er schon wieder dieser böse Verlust. Jetzt bin ich schon krank, ich darf dem gern lieben, aber der lässt sich nicht greifen, der ist nicht zum Glück. Ich weiß nicht einmal, wo sie in der Anklicken hat mich. Ich mach jetzt einen Chick, das hilft ihnen noch. Ich weiß nicht mehr weiter, weiß nicht, was ich tue. Ich bin der meine Ruhe, mach nicht auf die Ruhe. Das macht doch keinen Sinn, jetzt weiter zum Singen. Davon werdet ihr nicht scheitern und mir wird's nichts bringen. Wie eingangs schon gesagt, es gibt solche Leute, die einfach nichts kennen und die niemand mag. Ich wollte nicht jammern mit dem ganzen Schluss, aber das Jammern, das gehört halt zum Blues, das Jammern, das gehört halt zum Blues. Au, au, au.